Törö. 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 Okay, also ich habe jetzt hier so ein Loch eingebaut. Na, für unseren zweiten Hangar. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie tief wir eigentlich gehen müssen. Bitte, etwas. Oh, Entschuldigung. Das war keine Absicht. Auf jeden Fall, der muss hier auch weg. Dann muss der hier weg. Upsa. Okay, da kam mir ein bisschen Luft entgegen. Moment mal, bin ich denn jetzt angekommen? Ach so, jetzt weiß ich, wo ich angekommen bin. Ich bin gerade mitten im ersten Hangar angekommen. Das hier sind die Sauerstofftanks. Ja, ja. So, das heißt, wir müssen... Moment. Moment. Lass mal ganz kurz hier Luki machen. So, jetzt fühle ich mich richtig wie bei Minecraft. So, das heißt, der hier muss auch noch weg. Damit wir dann hier unsere nächste ranbauen können, kannst du dort unten nochmal ein Viereck-Quadrat-Dings hinstellen. Na gut, ein bisschen kleiner wird er hier schon, würde ich sagen, der Hangar, also der untere. Ich hab keine Leistepumpe, keine Stahlplatten. Ach, das passt schon, dann mache ich das mal so. 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 Und. Dann auf jeden Fall noch. So. Und. So. Und ab hier hin. Hier kommt dann eine Tür hin. Natürlich eine Sliding Door. Und dann machen wir das gleiche Schema wie oben. So. Und so. Sein. Jetzt muss ich mal schauen, wie groß müssen die Hangartürchen sein. Die bauen wir natürlich auch an die gleiche Stelle. Nur die ein bisschen versetzter. Die sind hier eingebaut, glaube ich. Genau, die schließen direkt mit den Dingern hier ab. Das heißt, die muss ich hier auch erst wieder abbauen. Und dann sehe ich auch, wie tief wir gehen müssen. Beziehungsweise ich fange einfach genauso an wie beim anderen an. Ich baue jetzt gleich einen Rahmen für die für den Hangar. Zap. Na, was stöhnst du? Hoppla. Nix. So, so. Oh, ich mach mal hier Licht an, das geht mir selber auf den Senkel. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, so.
ein bisschen müde. Hm? Ein bisschen müde. Wieso? Fällt gar nicht auf. Überhaupt nicht. Oh Mann, ey. So. Damit haben wir dann auch unser zweites Hangartor, beziehungsweise sind gerade dabei, einen zweiten Hangar zu errichten. Hier kommt dann natürlich der nächste ran. Gleichen Schema. 1, 2, 3, 5. Ich glaube, das waren 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, da fehlt noch ein 6er. Zack. Oh, die haben wirklich ihre Charaktere gelöscht. Wer? Meine alte Gilde auf Zodiac. Bist du gerade bei FF14 oder was? Lockdown. Achso. Hab jetzt keine Ahnung wie lange. Oh. 2 Stunden lang die Dings reingehauen, die Rotation. Hm. Das nur für den Opener. Oha. Naja, doch so komplex oder was? Hm? Doch so komplex. Ja. Ja, ich kann die Router mal durchlesen, ne? Also Sultan, das ist also das erste, was der Boss ab, was der Gegner abkriegt, ist ein Wasserstrahl. Wirbelklinge, innere Gelöstheit, Windschlitzer, Zahn um Zahn, Dance Edge, also dass sie einen tanzenden Schneider, damit ich mehr Schaden mache, weil wir keinen Warrior dabei haben. Trickattacke, Kasatsu, Wirbelklinge, Saiton, das ist der Donnerblitz. Plattenfang, Trainiere, Trance ausrauben, Verstümmeln, Kehlschnitt, Wirbel. Wirbelklinge, Windschlitzer, Duality, Aeolus-Klinge. Und das mache ich alle 3 Minuten. Doch nett. Klingt sogar ein bisschen fördernd, fordernd. Monk war schwerer, aber das jetzt nochmal reinzuhämmern ist... Du hättest dir die ersten 10 Minuten mit Lilly mal geben müssen, ne? Er guckt sich schon meine Equip an und meint, und jeder Spruch hat angefangen mit deinem Equip. Das ist scheiße. Was hat die Marken fahren? Diese Woche kriege ich dann die neuen Waffen. Vielleicht noch. Wobei, nee, dahin wird unwahrscheinlich. Aber Ohrringe. Also ich bin gerade dabei. Hast du nicht Bock, doch den Krieger zu spielen? Nee. Boah. Also ich kann dem Krieger echt gar nichts abgewinnen. Probier's doch mal. Hab ich doch, der Krieger ist auch auf 60. Und ich meine, ich kann's verstehen, warum ihn hauptsächlich PlayStation 3 Spieler spielen, nur PlayStation Spieler spielen. Weil der dann nicht die ganze Zeit mit Skillleisten Switch spielen muss. Wie beim Parler.
Und ich dachte schon, du bringst mir einen Mondstein mit. Ein Mondstein. Das kriegt eine weiße Perle. Chris noch mal. Okay, bevor ich den feinen Schliff mache, kümmere ich mich doch lieber um die wesentlichen Sachen. Man kann sagen, was man will, aber unser Schiff ist echt sexy. Eine richtige sexy Fee, die durchs Weltall fliegt. Vor allem ein unglaublicher Kampfkoloss. Aber eine Sache muss ich hier noch beachten. Irgendwie ist unten ja noch kein Sauerstoff und so weiter. Da muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen Kabel verlegen. Aber ich glaube, ich mache den neuen Hangar wirklich bewusst ein klitzekleines Stückchen kleiner. Einfach nur so als Stilmittel. Besser. Da sterbe ich einfach. Nein! Ich belebe mich natürlich auf der Erde wieder. Ganz cool. An einem Leck gestorben. Super. Sowas liebe ich.
schalten die Trägheitsdämpfer wieder aus. Super. Und mir wird natürlich meine Leiche nicht angezeigt. Weil die ganz sicher auf dem Weg zur Erde ist. Richtig. Na gut. Dann muss ich mir wohl anders irgendwo diese Stahlplatten herholen. So. Damit man weiß, worauf ich hier hinaus möchte an dieser Stelle. Hier wird es so ein bisschen abgeflachter sein. So, 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 so. Hier dann noch ein wunderschönes Dreieck reingebaut. Zack. Hier das gleiche. Zack. Und schon haben wir unser Schlachtschiff. Fast mit einem neuen Hangar versehen. So, um das Ganze gleich richtig zu machen. An der Stelle kommt dann auch gleich die Steuerzentrale hin, für die ich interne Panzerung brauche. Gut. Ui. Hä? Wo bin ich denn jetzt hier drin gelandet? Ich bin gar nicht in diese Richtung gefahren, aber gut, okay, dann bin ich halt eben da drin gelandet. Da haben wir die Panzerung. So, wie gesagt, hier kommt eine Steuerkonsole wieder hin. Und wir machen jetzt insgesamt auch wieder das gleiche wie mit den Gerätschaften unten. Wir benennen hier nur ein paar Sachen jetzt um. So. Und zwar. Von was denn? Zeitschaltuhr, Hangar Open. Genau. Schreiben jetzt noch überall dieses oben rein. Damit wir hier besser später das Ganze identifizieren können. So, da muss ich mal gucken, wie viele Hangar, wie viele Türen sind das hier überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also sind das mal 14? Die unfertigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hangar. Unten, und das müsste dann links sein. Und von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, genau. Das wird dann Hangar unten rechts. Zack.
Damit haben wir den Türen auch schon Namen gegeben. Und wenn wir jetzt hier den ganzen Kram noch ein bisschen dicht verpacken, dann können wir sogar unten, jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir denn hier überhaupt angebaut an der Ecke? Ah ja, okay. Da kommt auch so ein dreieckiges Ding hin. Hier so einer. Gut, und hier sollte man auch nochmal so zwei von den Dingern hinbauen. Eins, zwei. So, Herstellungskomponenten. Machen wir den Kram kurz zusammen, damit wir nicht die ganze Zeit oben umsonst die Sauerstoffgeneratoren laufen lassen. Stahlrohre noch kleiner und Anzeigen auf jeden Fall auch. Ha! Und ich habe noch überlegt, Panzerglas, aber ja, wir brauchen auch noch Panzerglas. Haben wir aber auch noch vorrätig. Zack. Und jetzt sollte eigentlich theoretisch nee, hier passt noch irgendwas nicht. Irgendwo strömt noch Luft raus. Okay. Und ich würde sagen, das passiert genau an diesen Ecken hier. Da baue ich jetzt einfach normale viereckige ran, was passiert. So, gleiches auch hier. 1, 2. Da fehlen mir jetzt welche. So, ich schraube die Dinger jetzt hier einfach mal dran und gucke, was passiert. Auch sein, dass das hier nicht funktioniert. An der Stelle hier. Also sollten wir hier natürlich auch die eckigen ranbauen. Na komm. Wir arbeiten uns hier durch, trotz Lags. Passiert immer noch nichts. Jetzt ist die Tür zu, jetzt geht's hier an der Stelle.
Jetzt wieder nicht. Okay, irgendwo ist hier noch ein Luftloch. Ein ganz kleines, hässliches Luftloch. Weil ich ja schon fast glaube, dass das hieran liegt. Probier's mal, indem ich hier auch nochmal zwei. Ups, das Ganze hier richtig abschotte. So. Oh ja. Ich liebe es. Berühre den Scheiß nicht mal, aber ich falle wieder zurück. Was zur Hölle? Geht gleich wieder los. Sauerstoff ist hoch. Pep. Hier an dieser Stelle ist ebenfalls ein Dreieck gelegt. Aber es ändert sich nichts dran. Also irgendwie ist das seltsam hier. Sie müssten eigentlich funktionieren. Hier ist alles dicht soweit. Ja. Aber trotzdem gibt es keinen Sauerstoff. Wenn ich aber die Türen zumache, gibt es Sauerstoff. Seltsam, seltsam. Na gut, aber ich höre jetzt an dieser Stelle erstmal auf. Fühlt sie mich auch gerade ziemlich zäh bei mir an. Bis zum nächsten Mal.